Ich bin seit 50 Jahren Tierarzt und hatte immer mit Farmern zu tun. Donnerwetter. Hi, Großer. Michigan ist ein guter Ort für Farmer. Es gibt hier viele Milch- und Pflanzenbaubetriebe. Der Boden ist fruchtbar, es gibt aber auch Herausforderungen. Vorsicht, Vorsicht, Frühling in Michigan. Vor vielen, vielen Jahren hatte unsere Familie eine Hobbyfarm mit Gänsen, Enten, Puten, Kaninchen. Das ganze Programm. Jetzt bauen wir wieder eine auf und starten nochmal neu. Ich baue sie auf. Du scheuchst mich nur herum. Ich habe eben was im Kopf und du hast die Muckis. Richtig. Wir bauen unsere eigene Farm auf und das ist kein Scherz. Ja. Wir wollen 141 Hektar Land in eine Farm verwandeln. Wir bauen eine Scheune, holen uns ein paar Tiere und bauen etwas Gemüse an. Da kommt einiges auf uns zu. Zum Glück ist die Familie groß. Schlag ein. Wenn Kinder auf einer Farm aufwachsen, lernen sie, sich um Tiere und um Menschen zu kümmern. Es macht Spaß, zusammenzuarbeiten. Doc und Sohn. Zeigen wir es ihnen. Das Messrad? Ja. Wir können doch auch schätzen. Auf keinen Fall. Das Farmland meiner Familie ist noch wie eine leere Leinwand. Wir fangen also ganz von vorne an. Wir starten mit einer Weide für die Tiere. Mein Schwager Ben und ich messen jetzt die Fläche aus, damit wir wissen, für wie viele Tiere sie reicht. Bereit? Ja, gehen wir. Dann los. Oh Mann. Wenigstens bringt mich das Ganze wieder in Form. Ja, bei dir müssten echt ein paar Kilo runter. Man sieht kaum dicke Farmer. Ben ist Charles' Schwager. Sie sind zusammen aufgewachsen. Ich habe seine Schwester geheiratet. Jetzt sind wir eine Familie. Und auch ihn hat das Farmfieber gepackt. Ja. 138. Das sind... Pause? Nein, geht schon. So fängt es an. Ich brauche nur kurz. Okay. Ach, Charles. Als Kinder waren wir Freunde. Als meine Schwester und Charles wieder mehr Kontakt hatten, lebte auch unsere Freundschaft wieder auf. Und seitdem überlegt er nur noch, wie er mich dazu bringen kann, etwas für ihn zu tun.